Der Markt in Asien heute nicht auf seiner stärksten Seite. Der Nikkei im Gegenteil, der ist um 3% nach unten gefallen und unter der 21.000er Marke hat er geschlossen. Das ist für Sie vielleicht jetzt nicht ganz so relevant, aber in Asien wurde das durchaus hier auch in den Medien schon erwähnt, dass das ja ein sehr deutlicher Rücksetzer war, den wir hier gesehen haben. Die Geschwindigkeit am heutigen Montag, die war zumindest mal ein wenig erschreckend. Und auch die anderen Märkte, also Hongkong zum Beispiel und auch Shanghai, waren mit ungefähr 2% im Minus nicht wirklich mit Stärke gesegnet. Und dementsprechend mit diesen schlechten Vorgaben ist der Markt in die Woche gegangen. Der amerikanische Markt vorbörslich ja noch relativ stark, nämlich immerhin zur Seite nur gehend. Und auch der DAX ja hat sich eingefangen, nachdem er ja deutlich nach unten gekommen war. Also hat das Ganze nicht nochmal fortgesetzt, sondern hat gesagt, okay, dann lassen wir es damit mal erstmal sein. Und jetzt wird sich erst herausstellen müssen, wie der Markt jetzt von dieser Situation aus weitergeht. Wir können durchaus damit rechnen, dass noch weiteres Potenzial nach unten gegeben ist. Ich sehe noch nicht wirklich viel Stärke im Markt. Wir müssen davon ausgehen, dass der Markt den Anstieg, die Kurse, den Anstieg, den wir seit Weihnachten gesehen haben, so langsam aber sicher tatsächlich mal konsolidieren. Wie weit die Bewegung geht, das ist noch offen. Ich glaube allerdings, dass die Chancen nicht so schlecht sind, dass die Bewegung nur limitiert ist. Warum? Denn wir haben eigentlich einen großen Kaufdruck. Viele, die in den Markt streben und sagen, oh Gott, ich habe schon so viel verpasst, ich will jetzt auf keinen Fall den nächsten Dip verpassen und dann den Einstieg nicht mitbekommen und dann zugucken müssen, wie der nächste Run nach oben geht. Denn die Stimmung ist immer noch generell gesprochen gar nicht so schlecht. Es gibt keine wirklich schlechten Nachrichten aktuell. In Amerika hat sich das ganze Bild ja schon ein bisschen beruhigt. Auch die USA-China-Situation scheint einigermaßen in Ruhe zu sein. Also auch von der Front erstmal Entwarnung gegeben. Der Brexit, na, der dümpelt ja nun schon länger vor sich hin und wir wissen nicht, wie lange das Spiel noch weitergeht. Darauf zu warten, scheint dem Markt zumindest mal erstmal aktuell relativ lästig. Spannend finde ich aktuell durchaus Währung, US-Dollar gegen oder Euro gegen US-Dollar beispielsweise oder Euro gegen kanadische oder was auch immer. Die haben viele, viele heftige Bewegungen in eine Richtung und können durchaus jetzt nach dem leichten Anstieg, dem leichten Wackeln nach oben jetzt eine Chance für uns für neue Shorts dann eben mitbringen. Also Euro gegen US-Dollar beispielsweise finde ich, was das angeht, sehr, sehr attraktiv. Und wir haben vielleicht ebenfalls beim Gold ein gutes Bild, da allerdings auf einer etwas größeren Zeitebene, denn da war der März ja bislang noch nicht wirklich von Stärke gesegnet, auch wenn es jetzt so gegen Ende mal ein bisschen wieder nach oben gegangen ist. Haben also eine Chance, dass sich das eben nochmal fortsetzt. Ich kann mir vorstellen, da sollte man nochmal drauf gucken. Ansonsten sollten Sie natürlich drauf gucken, was wir Ihnen vorschlagen im Trade des Tages. Ich muss gestehen, ich weiß noch gar nicht, was es ist für heute. Ich lasse mich da auch gleich mal überraschen. Schauen Sie sich's aber an, denn es ist mit Sicherheit eine Idee, die man sich vielleicht nochmal im Detail angucken sollte. Vielleicht zur Umsetzung oder aber auch um Teile daraus für den eigenen Handel dann eben zu verwenden. In diesem Sinne, alles Gute von meinerseits. Bis dann.